Guten Abend. Ich darf Sie begrüßen zum Podiumsgespräch am Beispiel Ungarn. Wie kontrolliert die EU ihre Demokratiestandards? Schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben ja nebenan noch eine Russland-Veranstaltung. Das haben wir im Veranstaltungsplan nicht wirklich gut bedacht. Aber wir sind ja schon innerhalb der Europäischen Union mit unserem Thema. Und insofern unterscheiden sich doch die Orte und die Fragestellungen zwischen hier und nebenan. Vor nicht vielen Tagen hatten wir hier im Hause Böll eine Tagung zur Zukunft der Europäischen Union, Stabilität und Stärke. Die Dokumentation zu der, die Studie, über die bei dieser Tagung diskutiert wurde, liegt vor der Tür zu Ihrer Information. Darin spielte das Thema Demokratie in der Europäischen Union eine Rolle und war sowohl in der Studie als auch heute auf dem Podium vertreten durch Professor Francius, den ich an dieser Stelle begrüßen darf, Experte für europäisches Verfassungsrecht und europäische Innenpolitik an der Universität in Hamburg und an der Humboldt-Universität, davor an der Freien Universität hier in Berlin. In dieser Studie steht ein Satz, den ich gerne einführend zitieren möchte, weil er gut in unser heutiges Thema einführt. Wer von europäischer Demokratie spricht, kann von der Demokratie in den Mitgliedstaaten der EU nicht schweigen. Es ist die Eigenart der EU, dass sie als eine Union der Völker, die sich in demokratischen Staaten verfasst haben, ihre eigenen demokratischen Werte und Institutionen nur im Zusammenspiel mit den demokratischen Institutionen ihrer Mitgliedstaaten verwirklichen kann. In diesem Zusammenhang haben wir natürlich darauf hinzuweisen, dass wir in der Europäischen Union immer wieder unterschiedliche demokratiepolitische Problemfälle auf der Agenda haben. Wir haben quer durch Europa populistische und rechte Bewegungen. Aktuell entdeckt Deutschland gar ein rechtsextremistisches Mordnetzwerk auf. Wir haben viele Jahre mit Berlusconi in Italien gelebt. Aber einige Aufmerksamkeit, insbesondere im letzten Jahr, hat doch das kleine neue Mitgliedsland Ungarn erfahren. Dort wurde nach 9 Jahren eine völlig abgewirtschaftete postkommunistische sozialistische Regierung abgewählt durch einen ziemlich fulminanten Wahlerfolg einer Gruppe, die sich 89 gegründet hat, mittlerweile, sagen wir, nationalpopulistisch unterwegs, nennt sich nationalliberal immer noch, Fidesz, unter ihrem charismatischen Parteiführer Viktor Orban. Sie haben über 50% der Stimmen bekommen und sie bilden mit der christdemokratischen Partei, christlich-konservativen KDNP, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Daneben ging als drittstärkste Gruppe aus diesen Wahlen eine rechtsextreme Organisation hervor, Jobbik. Sie hat aus dem Stand 12% der Stimmen gehabt. Ich glaube, über 40 Mandate im Parlament. Und der einzige Trost sozusagen in dieser Entwicklung ist, dass auch eine neue Initiative, eine neue Gruppe ins Parlament gekommen ist, die LMP, Lehet Marj Politiker. Eine andere Politik ist möglich. Sie haben 12 Sitze. Es ist ein Bündnis von verschiedenen Initiativen, die inzwischen zur grünen Parteifamilie gehören. Und für Sie spricht heute Abend unter anderem Manuel Sarrazin, Abgeordneter im Deutschen Bundestag, vielfältig europapolitisch engagiert und nun auch im Vorstand der Europäischen Grünen Partei mitvertreten. Herzlich willkommen. Orban hat dieses Wahlergebnis interpretiert als eine Revolution von unten. Das Wahlvolk gewissermaßen hat rebelliert gegen die sozialistische Regierung davor. Und er hat zugesagt, dass seine Regierungsübernahme gewährleisten würde, dass dieses Wahlergebnis verstetigt werde durch eine Revolution von oben.
So hat er das beschrieben, und gemeint war ein Elitenwechsel und die institutionelle Verankerung dieses Wahlerfolges. Das hat mancher erst belächelt oder nicht so wichtig genommen. Inzwischen war die EU aber doch in vielerlei Hinsichten mit diesen angekündigten Maßnahmen auch selber schon befasst. Im letzten Winter war ein großes Thema das neue Mediengesetz. Es wurde eine Medienbehörde eingerichtet, die Beiträge zensieren kann, gewissermaßen auch Vergabe von Frequenzen und dergleichen kontrollieren kann. Und dieses Gesetz hat jetzt im Juli nach Ende der Ratspräsidentschaft Ungarns eine Nachbesserung erfahren, gewissermaßen. Die EU, wir alle waren auch befasst mit Pogromstimmungen gegen Roma im Nordosten Ungarns. Das ist vor allem kontrastierend damit, dass Orbán in der Europäischen Union für seine Initiativen wirbt, dass er sich für Roma-Rechte in der Europäischen Union stark gemacht hätte. Ein merkwürdiger Kontrast, Landespolitik gegenüber EU-Rhetorik, allerdings nicht unüblich in der EU. Man muss aber gucken, was da passiert. Und wir hatten dieses Thema Verfassung, neue ungarische Verfassung, die sogenannte Osterverfassung, zu Ostern verabschiedet, von den einen bejubelt. Endlich hat Ungarn eine ordentliche Verfassung, nicht dieses Provisorium wie nach 89. Endlich eine Verfassung mit Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Andere, auch sehr renommierte Menschen, haben stark gewarnt, dass es dort eine, also dass die Präambel sozusagen eine nationalromantische Deutung als Folie vorschreibt, vor der alles zu interpretieren ist, was an Paragraphen in der dann folgenden Verfassung festgeschrieben ist. Und kritisiert wurde vor allem eine Beschneidung der Rechte von Verfassungsgericht und Parlament und eine mit wenig Öffentlichkeit durchgezogene Verabschiedung innerhalb von 4 Wochen. Also in der FAZ gibt es immer wieder viel Interessantes dazu zu lesen, sowohl Kritisches als auch sehr Orbán Befürwortendes. Insbesondere der Redakteur Holti schreibt stark in dem Sinne, dass Orbán einfach falsch verstanden wird, sozusagen nicht rüberkommt mit dem, was er wirklich will. Und er meint, und damit will ich gerne an Agnes Scheller übergeben, er sieht eigentlich keinen Demokratiekonflikt in dieser ganzen Auseinandersetzung Europas mit Ungarn, sondern einen Kulturkampf. Und zwar beschreibt er, dass in Westeuropa ein rot-grün-gelbes Kritikerspektrum antrete, unterstützt durchs Europaparlament, sehr interessant, was Sturmlaufe gegen einen wertkonservativen, durch eine Zweidrittelmehrheit abgesicherten Kurs in Ungarn. Und er sagt, also da dieser Viktor Orbán einen Nicht-68er-Konsens vertritt, also nicht die 68er-Werte wie sonst Westeuropa in diesem genannten Spektrum, vertritt, sei er eine Herausforderung für die Sonntagsreden von Europas Wertegemeinschaft. Eine etwas andere Interpretation, die mir eigentlich gut gefällt, um das Wort zu übergeben an Agnes Scheller, die sich gut auskennt mit Kulturkämpfen und Demokratie. Philosophin, Lukács-Assistentin, Kommunismuskritikerin. Also ich selber habe zuerst ihr Buch Diktatur über die Bedürfnisse gelesen, als ich in der Osteuropa-Forschung unterwegs war. Sie war Lehrstuhlnachfolgerin von Hannah Arendt in New York und was ich jetzt erst gesehen habe, auch erste Preisträgerin des Hannah Arendt-Preises, den die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit der Stadt Bremen vergibt. Das war 1995. Und sie hat in einem ihrer vielen Interviews Anfang des Jahres gesagt, das, was Orbán da macht, ist keine Diktatur, aber es sind diktatorische Attitüden innerhalb einer Demokratie, in der der Liberalismus völlig abgeschafft wurde. Frau Heller, inwiefern ist das, was jetzt in Ungarn passiert, für Europa eine Provokation? Das ist eine schwere Frage. Und man muss über zwei verschiedene Antworten auf diese Frage geben. Die erste ist eine Antwort auf die Frage, ob das urbanische Projekt sich in Europa verbreiten könnte. Dass man dieses Projekt nachahmen könnte, das ist eine Frage.
Die zweite Frage, was Europa tun kann, um eine solche zentralisierte Politik, Machtpolitik zu verhindern, sind zwei Fragen. Auf die erste Frage möchte ich kurz antworten. Es ist möglich, die urbanische Politik zu verbreiten. Europa hat zwei verschiedene Traditionen. Die Tradition der Republik und die Tradition des Bonapartismus. Bei Bonapartismus meine ich nicht den Napoleon, den Ersten, aber den Dritten Napoleon, der doch auch durch die zwei Drittel der Stimmen als Präsident von Frankreich gewählt wurde. Das heißt, Orban ist eine Nachahmung von Napoleon III., aber er kann doch kein Kaiser werden. Das ist in der heutigen Situation wirklich ausgeschlossen. Aber Bonapartismus ist eine europäische Tradition, wie auch Republik eine europäische Tradition ist. Und Europa schwankt immer zwischen Republikanismus und Bonapartismus auf verschiedener Arten. Das ist deswegen glaube ich, dass natürlich das Modell von Orban, das ist ein bonapartistisches Modell, ein Modell für andere Staaten sein könnte, falls die Republik verschwacht ist. Falls Menschen kein Vertrauen in die republikanischen Institutionen mehr haben, falls Leute in der Republik enttäuscht sind, wegen ökonomischen, politischen Gründen oder weil sie überhaupt keine Macht haben, in den Entscheidungen teilnehmen. In diesen Momenten kann Bonapartismus eine Anziehungskraft haben, auch für die Menschen, der Leuten und auch für die Führer, sogenannten Führer, das heißt die Regierungen der europäischen Staaten, denn es ist doch leichter, alles entscheiden, ohne Widerstände zu treffen, ohne Gegenmächte zu haben. Es ist so einfach, nicht so schnell. Wenn es keine Gegenmacht gibt, kann man alle Entscheidungen in 2-3 Monaten machen und alles wird man auch verwirklichen. Es gibt keine Gegenargumente, es gibt keine Gegeninstitutionen und das hat Orban in Ungarn schon erreicht, dass in 1,5 Jahren er alle Mächte in einer Hand konzentriert und zentralisiert hat, dass alle Gegenmächte entweder als Institutionen eliminiert wurden oder aber durch die Leute, Leute der Regierung erfüllt wurden. Das heißt, heute gibt es keine Gegeninstitution, die eine Gegenmeinung äußern würde oder eine Resistenz, institutionelle Resistenz gegen die Regierung anbieten könnte. Das heißt, es ist ein Bonapartismus. Ich möchte sagen, es hat mit Faschismus nichts zu tun. Ich möchte, also vielleicht Mussolini war auch ein Bonapartist gewesen, aber eine besondere Art von Bonapartismus. Ich glaube, das hat auch mit Populismus nichts zu tun. Es gibt populistische Rhetorik in Ungarn, aber die Regierung unterstützt die Oligarchie und die Oligarchie unterstützt die Regierung. Das ist nicht Peronismus. Peron ging zu den Arbeitern, hat mit in einem Hemd und hat für die Gewerkschaften gesprochen. Faschistisch war er, ja, aber Populist war er auch. Aber Orban ist kein Populist, er arbeitet auch mit populistischer Rhetorik, aber besonders mit einem fundamentalistischen Nationalismus, das immer den Leuten anspricht, fundamentalistischer Nationalismus. Es ist möglich, dass dieses Modell sich verbreitet, obwohl es sich schwer verbreiten kann. Man muss nicht vergessen, dass die republikanische Institution, liberalen Demokratien, wenn Sie es wollen, in Europa nicht zur selben Zeit zustande kamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Westeuropa, das demokratisch wurde. Und auch in Westeuropa gab es sehr wenige Staaten, wo die Demokratie eine wirkliche Vergangenheit hatte, wo es eine demokratische Tradition
Emanzipation gab. In Deutschland gab es keine. In Frankreich war der Bonapartismus ebenso stark wie die Demokratie. Es gab wirklich keine konsequente demokratische Tradition. Doch die hatten Zeit. Von 1945 bis zum heutigen Tagen war es Zeit, die demokratischen Institutionen als selbstverständliche, naturwüchsige Institutionen verstehen. Nicht nur bei der Regierung, aber auch bei der Bevölkerung. Südeuropa kam später. Portugal, Spanien und Griechenland waren für lange Zeit militärische Diktaturen und faschistische Länder. Kamen später. Sie hatten weniger Zeit. Und Osteuropa hat am wenigsten Zeit dazu. Wir hatten nur 20 Jahre. Sie glauben, 20 Jahre ist viel, aber das ist nicht so viel. Es gab überhaupt keine Politiker mit demokratischen Übungen. Man muss sich in der demokratischen Politik auch eine Übung haben. Und noch etwas. Demokratie ist eine Art von Institution, die kein Fundament hat, dann ist auch auf der Freiheit begründet. Und Freiheit ist ein Grund, der nichts begründet. Das heißt, Demokratie hängt von den demokratischen Geist der Menschen ab, demokratischen Institutionen und der Geist der Institutionen. Es gibt lebendige Geisterinstitutionen und es kann auch vorkommen, dass die Geisterinstitutionen sterben. In Westeuropa passiert etwas. Das war in 68. Man kann sehr viel über 68er Bewegungen sagen. Kann man sagen, dass sie hier und da sie Utopist waren, verfälscht waren, sie nicht recht hatten. Aber war ein neuer Anfang. Neue Fragen waren gestellt. Und wenn neue Fragen gestellt sind, sind neue Antworten auch. Und Demokratie mussten sich auch erneuern, mussten sich in einer Weise wieder zur Grundlegung zurückkehren, um sich lebendig zu halten. Ich glaube, heute braucht Europa noch etwas, ich möchte nicht sagen 68, aber eine Erneuerung. Und was in Ungarn, ich möchte dazu kommen, was Sie gesagt haben, dass in einer Weise Orbáns Regierung gegen 68, sie wollen eben kein 68, die möchten zu einer disziplinierten preußischen, es tut mir leid in Deutschland, preußischen System zurückkehren. Ja, wo ein Obrigkeitsstaat. Ein Obrigkeitsstaat, wo die Leute gehorchen und keine Initiative auf sich nehmen. Wo das Schulwesen, das macht man heute. Es ist ein neues Gesetz jetzt über Education, über Schulwesen. Ganz und gar preußisch. Alles ist zentralisiert. Universitäten verlieren ihre Autonomie. Das ist eben das eine Gegenbewegung gegen den Geist von 68. Und das ist auch öffentlich ausgesagt. Orbán sprach gegen 68 aus, gegen die Anarchie, gegen die, gegen die sexuelle Ausschweifungen, ja, und so weiter. Wir brauchen gute christliche Familien, gute ungarische Familien. Und wir brauchen eine traditionelle Lebensweise. Doch, und dann werde ich Ende machen, gleich habe ich keine Zeit mehr. Ich möchte sagen, dass man in Ungarn sehr schwer über Recht und Links sprechen kann. Es ist kein Bonapartismus und Republiken, es geht nicht über rechts und links. Es gibt in Ungarn Konservative, die sehr gegen diese Regierung auftreten, obwohl sie konservativ sind und sie nicht zu linken Parteien gehören. Und das muss man jetzt verstehen, dass diese Regierung, bis die Regierung man dann Niederlage leiden wird, falls sich alle möglichen Gegenbewegungen, ob sie konservativ, liberal oder linke sind, Sozialisten sind, es verstehen, nicht gegeneinander zu kämpfen, aber für Menschenrechte, für Republikanismus, für eine Art von Bürgerrechten zu kämpfen, falls das schon wiederhergestellt wurde, sie können anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Das würde sehr gesund sein. Vielen Dank. Wollen Sie direkt dazu? Bevor ich jetzt eine Zwischenfrage stelle, übernehmen Sie noch.
Naja, ich würde nur gerne nochmal den Punkt aufgreifen mit dem Fehlen einer Gegenmacht oder dem Fehlen einer dem Fehlen von Gegeninstitutionen in Ungarn. Und dann stellt sich doch die Frage, ob nicht ein Stück weit Europa da diese Rolle einnehmen könnte. Denn es fällt ja schon auf, dass wir uns in Europa Sorgen machen über die Zustände in Ungarn. Und um jetzt nochmal das Zitat aufzugreifen, das ist ja eine Abwandlung eines alten Horkheimer Zitates. Wer von der europäischen Demokratie spricht, kann von den Demokratien in den Mitgliedstaaten der Union nicht schweigen. Wenn wir unsere Beteiligung an Europa, an das Bekenntnis Europas zur Demokratie knüpfen, dann kann uns die Entwicklung in den mitgliedstaatlichen Demokratien nicht egal sein. Und da meine ich schon, dass man sich mal fragen muss, ob nicht ein Stück weit die Europäische Union hier Kontrollfunktion übernehmen kann. Damit ist noch nicht gesagt, wie der Weg dann aussehen soll, aber dass das intensiv zu beobachten ist, was in Ungarn passiert, gerade weil es dort keine Opposition gibt, die die Gegenmacht darstellen kann, das ist sicherlich auch ein europäisches Problem. Obwohl ich, Frau Heller, Ihnen vollkommen zustimmen kann, ich denke, es ist sicherlich auch ein Fehler gewesen der Europäischen Union, dass man im Beitrittsprozess auf allerlei rechtsstaatliche Grundsätze geachtet hat und auch auf die Einhaltung demokratischer Standards. Aber kaum war der Beitritt vollzogen, hörte das Engagement und hörte auch die Beobachtung der sogenannten Transformationsstaaten auf. Und ich denke, dass hier eine Beobachtung, vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu, schon vonnöten ist, damit nicht die öffentliche Empörung beispielsweise im Europäischen Parlament sich unkontrolliert Bahn bricht und dann eben zu Sanktionen führt, die wir vielleicht alle gar nicht haben wollen. Also da kann ich eigentlich gut ansetzen, weil wir haben ja gerade die Debatte um den Beitritt Kroatiens und ich persönlich halte die ganzen Mechanismen, die wir bei Rumänien und Bulgarien nutzen, um nach einem Beitritt zu beobachten, in echt für nicht gut, nicht erfolgreich. Man muss ganz klar sagen, entweder erfüllt ein Land die Kriterien, dann kommt es rein, und wenn es sie nicht erfüllt, dann kommt es zu dem Zeitpunkt einfach nicht rein. Einer demokratischen Willensentscheidung, sozusagen einen Beobachtungsprozess für Beitrittsstaaten aufzulegen, ist für mich als Hamburger schwierig. Wir hatten im Jahr 2001 eine Wahl, 20% Schill-Partei ist in die Regierung reingekommen. Wo blieben da eigentlich die Sanktionen der anderen, der föderalen Ebene Deutschlands beispielsweise, einen koksenden Psychopathen zum stellvertretenden Bürgermeister zu machen? Der mit einer, also um das mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Ich glaube, in dieser Frage, könnte Europa die Gegenmacht einnehmen? Erste Reaktion, ja. Zweite Reaktion ist keine gute Idee. Oder muss man aufpassen? Weil zunächst ist doch der Ausgangspunkt, dass offenkundig die derzeitige ungarische Opposition nicht dazu in der Lage ist, eine Gegenmacht bereitzustellen. Und das hat auch mit dem Zustand der MSP und mit der Arbeit der MSP in der Regierung zu tun. Der Erfolg von Orbán ist auch dadurch zu erklären, dass wie damals mit Kaczynski in Polen, dass eine postkommunistische Partei ein korruptes Vetternwirtschaftssystem zum Teil zumindest aufrechterhalten hat, wo auch der Ministerpräsident selber zumindest ernsthaften Verdacht ausgesetzt ist, selber sich die Taschen vollgemacht zu haben und damit das eigentlich aus meiner Sicht urlinke politische Feld der Moral, der politischen Moral sozusagen den Rechten überlassen zu haben. Das Zweite, was ich glaube, ist auf die Frage, wird Orbán falsch verstanden? Meiner Ansicht nach ist es zumindest bis zu einem gewissen Maße kalkuliert, was dort läuft. Klar ist es so, dass Fidesz aus meiner Sicht nicht damit gerechnet hat, wie sehr in Europa über diese Fauxpas geredet werden würde und dass sie auch ein bisschen erschreckt sozusagen davon waren, weil sie Europapolitik nicht so können vielleicht. Aber ich glaube, dass sozusagen diese simple Empörung bei uns, die ja durchaus ihre Berechtigung hat,
nicht Orban schadet, sondern in eine klassische ungarische Wagenburg-Mentalität einmünden kann, soweit sie sozusagen sehr stark von außen vorgetragen wird. Das ist ein Grund, warum ich als deutscher Abgeordneter auch immer vorsichtiger formuliere, als ich finde, dass Ungarn es machen können. Aber ich glaube, dass dahinter auch etwas steckt, nämlich, dass man einen klassischen ungarischen sozusagen Gegensatz, den man vielleicht aus deutscher Sicht besonders gut verstehen kann, nämlich dieses um uns herum und wir sind alleine und wenn alle gegen uns sind, dann halten wir erst recht zusammen, dass er sozusagen mit damit durchaus leben kann, wenn sozusagen eine europäische Empörung über seinen Kurs letztlich innenpolitisch in so eine Logik einmünden kann. Darum glaube ich, muss man Orban politisch cleverer stellen als nur sozusagen auf diesem Niveau und muss, glaube ich, seine Politik dekonstruieren. Die historischen Bezüge muss man dekonstruieren, aber auch dass er ja sozusagen eine populistische Rhetorik zum Teil an den Tag legt. Schönstes Beispiel, finde ich, sind diese Rückzahlungen der Fremdwährungskredite zu einem festen Satz, was ja erstmal als soziale Wohltat klingt, was aber de facto nur Begüterten nutzen kann, weil niemand die Geldmittel hat, um auf einmal seinen Kredit auszulösen, der ernsthaft in Schwierigkeiten ist. Und ich glaube, dass das der interessante Weg ist. Also wie gesagt, Europa Gegenmacht eigentlich ja, müssen wir über die Institutionen reden, klar, wer könnte das machen. Andererseits muss man dabei auch vorsichtig sein und muss man auch die Schwäche der ungarischen Opposition im Auge behalten, dass sie nun mal von der ungarischen Opposition sozusagen auch selbst verursacht ist, zumindest mitverursacht ist. Darf ich noch eine Frage hinterher schieben? Im Titel fragen wir ja danach, wie eigentlich die europäischen Demokratiestandards zu gewährleisten sind. Aber uns fehlt jetzt im Grunde noch ein Schritt zu klären, um was es sich da eigentlich handelt. Also worüber reden wir, wenn wir über die europäischen Demokratiestandards reden? Ich würde noch mal kurz an Manuel Sarrazin zurückgeben. Was sind die Demokratiestandards, von denen wir reden, wenn wir über Beitrittskriterien reden und an denen wir irgendwie bemessen müssten, ob Demokratie auch innerhalb der Europäischen Union in den Mitgliedsländern stattfindet? Also wir haben ja im Beitrittsverfahren sozusagen die klassische Formulierung der funktionierenden demokratischen Institutionen. So, und das ist der Maßstab, der dort angelegt werden kann. Und ansonsten ist es immer der Maßstab, inwieweit man sich einerseits an die Verträge und an den Acquis hält. Jetzt ist es, dazu wird sicherlich auch gleich nochmal die Sprache deutlicher werden, immer die Frage, welche Möglichkeiten von Sanktionierung gibt es eigentlich? Also was hat die Europäische Union für Möglichkeiten zu sanktionieren? Und bei dem Mediengesetz hat man es gesehen. Die Sanktionierung gegen Teile des Mediengesetzes lief ja unter Wettbewerbsgesichtspunkten. Also dort, wo gegen Wettbewerbsrecht verstoßen wurde, nicht sozusagen unter Demokratie. Die politische Debatte lief über Demokratie. Aber die Möglichkeit der Europäischen Union einzuschreiten war, weil Verstöße gegen Wettbewerbsregeln vorlagen. Ich glaube, dass man ein interessantes Instrument hat in sozusagen der Frage der Weiterentwicklung der Grundrechtsarchitektur in Europa, muss man es nennen. Einerseits über nationale Verfassungen, was dann in Ungarn, und auch für nationale Verfassungsgerichtsbarkeiten, was beides in Ungarn ein schwieriges Thema ist, weil auch da ja eingegriffen wurde. Über den Europäischen Gerichtshof und die Grundrechtscharta und aber auch über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats. Aber das ist natürlich ein Feld, wo Europa oftmals so ein bisschen als Papiertiger daherkommt. Frau Heller, Sie wollten dazu was sagen, sonst würde ich das Wort an Herrn Francis übergeben. Nur ein Wort über, was Sie gesagt haben, beide gesagt haben, die Probleme der Sanktionen. Ich bin gegen Sanktionen, aber ich bin gegen Kompromissen in unseren Urteilen. Das heißt, wenn man urteilt, dann kann man nur auf dem Grund der Prinzipien urteilen. Man kann nicht auf dem Grund urteilen, was das
was für Folgen dieser haben wird. Zum Beispiel, ob sie Orban unterstützt oder nicht unterstützt. Ich würde überhaupt nicht diesen Konsequenzen denken, nur die Prinzipien unterstützen. Doch die Prinzipien kann man auch ohne Sanktionen. Ich bin gegen die Sanktionen. Die Sanktionen betreffen immer das Volk, nie die Regierung. Natürlich, wenn ein Land Öl hat oder Gas hat, das ist eine andere Sache, da kann es zu wirklichen Sanktionen kommen. Doch in Wahrheit geht dann es sicher nicht über Sanktionen. Das sanktioniert Iran überhaupt nicht, obwohl sie alle Grund dafür haben, dort Sanktionen einzuführen. Das tun sie nicht, das tut Europa nicht. Warum sollen sie eben Ungarn sanktionieren, ist meine Frage. Ich würde es kaum tun. Aber ich habe einen anderen Grund dazu. Der Grund ist, was während diesen 20 Jahren passierte. Ungarn hat 20 Jahre von der ungarischen Geschichte ausgeworfen, einfach ausgeworfen. Alle 20 Jahre waren ausgeworfen. Man sollte diese 20 Jahre von vorne anfangen. Alle Regierungen haben hier einen Fehler begangen oder gesündet. Ich weiß nicht, wie wir uns ausdrücken kann, aber sind verfehlte 20 Jahre. Und einer der Gründe der Verfehlung war das folgende. Bitte vergleichen Sie Ungarn mit der Tschechoslowakei oder Rumänien oder Polen. In Rumänien kommt es nicht zu einer runden Tafel kommen zwischen Ceausescu und der Opposition. Es gab einen Kampf. Die Leute fühlten, wir haben diese Freiheit erkämpft. Es ist unsere Arbeit. Wir waren für diese Republik. In Tschechoslowakei, dort die Leute schrien, Havel Nachrat, sie haben das Gefühl, dass sie waren diese Freiheit gewählt haben. In Ungarn saß die Regierung und die Opposition bei der runden Tafel. Sie haben einfach entschlossen, was mit Ungarn passieren wird. Das Volk hatte überhaupt nichts zu tun mit dem System, Systemwandel. Hat man überhaupt nichts zu tun. Es ist über ihren Kopf passiert. Sie können es nicht fühlen. Das ist unsere Regierung. Das ist unsere Verfassung. Das sind unsere bürgerlichen Freiheiten. Sie hatten damit überhaupt nichts zu tun. Deswegen bin ich gegen Sanktionen. Jetzt muss sich das ungarische Volk wie Münchhausen-Baron sich benehmen. Wir sollen uns von unseren eigenen Schmutz selbst hinausziehen. Das ist die Arbeit. Ohne das zu machen, ist alles vergebens. Ja. Stimme ich zu und trotzdem ist es auch ein europäisches Problem. Selbst wenn es die Ungarn selbst tun sollten, tun müssen, es bleibt auch ein europäisches Problem. Die Europäische Union beruht nach Artikel 2 des Unionsvertrags auf demokratischen Werten. Manche sprechen von einer Wertegemeinschaft, darüber kann man streiten. Ich halte davon auch nicht sonderlich viel, aber es ist die Demokratie, der sich die Union verpflichtet sieht. Und das setzt voraus, dass auch die Demokratien in den Mitgliedstaaten intakt sind. Wenn es nun in Ungarn eine Zweidrittelmehrheit gibt, mit knapp 50%, auch ein bisschen merkwürdig, dann... Orban allein hat schon 53% plus die Christdemokraten. Sie bilden Zweidrittelmehrheit im Parlament. Gut, also wenn es eine Zweidrittelmehrheit gibt, dann ist das natürlich zu akzeptieren. Und ich halte es für aberwitzig, sofort nach Sanktionen zu schreien. Es gibt seit dem Sommer aber einen Bericht der sogenannten Venedig-Kommission. Und wir sollten uns ja fragen, gerade wenn es nicht klar ist, was da zu unternehmen ist, woher sollen die Maßstäbe kommen? Nur ein paar Maßstäbe haben wir vielleicht bekommen durch den Bericht der Venedig-Kommission. Das ist eine Kommission des Europarates, die sich der Demokratie durch Recht verpflichtet sieht. Und die haben sich das also angeschaut. Ich greife nur drei Punkte heraus, die sie für problematisch halten. Sie sprechen dort von einem Risiko für die Demokratie in Ungarn. Der erste Punkt ist, in der Verfassung sind 50 sogenannte Kardinalgesetze aufgeführt, die sich nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern lassen.
Das bedeutet, dass in der Verfassung eine erschwerte Änderbarkeit eingebaut ist, dieser Gesetze. Selbst wenn Orbán irgendwann nicht mehr ist, die Nachfolgeregierungen werden es sehr schwer haben, von diesen nunmehr festgeschrieben, verfassungsrechtlich festgeschriebenen Hürden wegzukommen. Das erinnert mich so ein bisschen an unseren Artikel 79 Absatz 3, die Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes, die das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ja auch ganz klasse findet. Aber die auch ein Demokratieproblem ist, wenn etwas festgeschrieben ist und der demokratischen Mehrheit nicht mehr möglich ist, das zu ändern. Der zweite Punkt, den die Venedig-Kommission herausgegriffen hat, ist diese etwas merkwürdige Präambel, dieses nationale Glaubensbekenntnis. Nun, mit Präambeln brauchen wir uns nicht weiter beschäftigen. Da kann man alles Mögliche reinschreiben. Gottesbezug, ja oder nein. Problematisch wird es aber dann, wenn es in der Verfassung heißt, dass die Präambel verbindliche Auslegungsregel ist. Und in dieser Präambel steht eine Menge. Da steht zum Beispiel, dass die Verfassung nicht etwa auf den gleichen Rechten der Bürger des Staates beruht, sondern eine kulturell ethnische Nation darstellt. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für die ungarischstämmigen Minderheiten in den Nachbarstaaten. Das hat aber auch Konsequenzen für die Roma in Ungarn, die dann sehr schnell nicht mehr zu den Bürgern gehören, die mit den gleichen Rechten ausgestattet sind. Und der letzte Punkt ist die Sache mit der legalen Revolution. Andrew Arato hat neulich mal gesagt, das ist überhaupt gar keine legale Revolution gewesen. Denn in der alten Verfassung, und von der alten Verfassung, wenn von der alten Verfassung die Rede ist, dann meint Orbán die kommunistische Verfassung von 1949. Aber tatsächlich ist diese Verfassung ja 1989 grundlegend reformiert worden. In dieser grundlegend reformierten Verfassung von 1989 stand drin, dass eine neue Verfassung nur mit einer Vierfünftelmehrheit verabschiedet werden könne. Sodass man sich jetzt fragt, wie kann mit einer Zweidrittelmehrheit eine neue Verfassung verabschiedet werden? Folge, das ist keine legale Revolution, sondern unter Umständen eine illegale Revolution. Der Hintergrund dieser neuen Verfassung ist auch, dass die alte Verfassung für null und nichtig erklärt worden ist. Die alte Verfassung für null und nichtig zu erklären bedeutet, das habe ich auch so verstanden, dass man wirklich eine Zäsur machen möchte, dass man wirklich tatsächlich brechen möchte mit der Vergangenheit, die sich diskreditiert hat. Diese 20 Jahre, die will niemand zurückhaben. Wenn aber auch die Verfassungsrechtsprechung seit 1989 für null und nichtig erklärt wird, dann ist das nicht unproblematisch. Diese drei Punkte greift die Venedig-Kommission auf und hält es für riskant, für die Demokratie nicht ohne weiteres hinzunehmen. Und ich meine, das sollten wir halt dann auch ernst nehmen. Und das ist zumindest mal ein Maßstab, an dem sich jetzt auch die Europäische Union, nochmal, die Europäische Union ist nicht der Europarat, die Europäische Union könnte sich daran orientieren. Ich persönlich muss sagen, ich bin eher erschrocken, dass wir zwar eine politische Öffentlichkeit haben, schauen Sie sich mal die Blogs an, was da los ist, da wird richtig gestritten. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich kann man sagen, und das scheint auch inzwischen immer klarer geworden zu sein, dass das nicht nur eine rechtspopulistische Strömung ist, sondern dass das tiefer liegende Wurzeln hat, das Problem. Wenn aber die Unionsorgane komplett schweigen, das Europäische Parlament macht da so einen Entschließungsantrag, da schreiben sie alles Mögliche rein, das darf kein Ungar lesen, weil das hart formuliert. Die Kommission interessiert sich nicht dafür, für die Probleme in Ungarn. Das halte ich für ein Problem und das halte ich für nicht verantwortbar von dem Hintergrund, dass die Europäische Union ein demokratisches Europa sein soll. Das vorangestellt, ja, kann man sich dann überlegen, welche Möglichkeiten hätte denn überhaupt die Union, sozusagen diesen demokratischen Prozess anzustoßen, oder eine Erneuerung der Opposition in Ungarn. Das machen die Grünen. Ich erinnere aber an die Causa Österreich.
die Causa Österreich 2000, da hatten wir schon einen reformierten Unionsvertrag, da hatten wir auch schon einen Sanktionsmechanismus, da gab es klare Regeln. Und was machen die 14 Mitgliedstaaten? Bilateral, jenseits des Vertrags, eindeutig unionsrechtswidrig, sanktionieren sie ein Land, das vergleichsweise harmlos so ein paar Verrückte aus der FPÖ in die Regierung aufgenommen haben. Also dass das sozusagen, ne? Und wir haben im Vertrag ja auch den Artikel 7 Unionsvertrag, das ist der Sanktionsmechanismus, der ist übrigens eingeführt worden aus Sorge vor dem griechischen Beitritt. Als Griechenland beitreten sollte, wusste man nicht, wie die Kommunisten sich verhalten. Und um sozusagen der Gefahr von links zu begegnen, meinte man der Europäischen Union einen solchen Sanktionsmechanismus, das kann bis zur Aussetzung der Stimmrechte im Rat führen, zu geben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist dieser Sanktionsmechanismus das richtige Mittel? Ist das das richtige Instrument? Ich hätte da auch erhebliche Zweifel, ob man über diesen Weg, das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass finanzielle Ansprüche suspendiert werden, etwa aus den Strukturfonds, aus dem Agrarfonds. Das betrifft möglicherweise viel weniger die Regierung als die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die dann darunter leiden müssen. Das ist ja die Erfahrung, die wir bei allen Sanktionen machen. Also, ob das jetzt nun ein Embargo ist gegen den Irak oder eine andere Sanktion ist, meistens sind die Bürger betroffen und die Regierung, also Orban, wird sich wahrscheinlich durch so eine Sanktion wenig beeindrucken lassen, jetzt wo er nicht mehr... Die schlimmste Sanktion für Orban wäre Liebesentzug der deutschen Konservativen. Ja. Also die schlimmste Sanktion für Orban wäre der Liebesentzug der deutschen Konservativen. Und da ist aber immer noch eine funktionierende, sozusagen ein funktionierender Link da, der inzwischen nicht mehr so hochgejubelt wird in Deutschland aufgrund unserer Debatte. Aber wenn man sich erinnert, wie Orban sozusagen empfangen wurde bei der Konrad-Adenauer-Stiftung vor seiner Wahl, so, ja, unser neuer Star. Und ich glaube, dass da sozusagen, da haben die ein Gefühl, das mit dem Stimmrecht, das schätze ich genauso ein. Und ansonsten würde ich dem auch nicht widersprechen, sondern dem zustimmen wollen. Aber ich glaube, man muss die Situation in Ungarn ein bisschen weiter analysieren. Zunächst mal ist die Fidesz ja ein Phänomen. Also die Entwicklung der Fidesz in den letzten 20 Jahren ist noch beeindruckender als die der Grünen in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Ich habe neulich in Budapest gelernt, dass Fidesz Mitte der 90er Jahre fast bei der Europäischen Grünen Partei Mitglied geworden wäre. Als ordentliche liberale Partei, sie waren ein bisschen zu liberal für die doch linksspinnerten Grünen im europäischen Kontext. Und dass er jetzt diesen Weg gegangen hat, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass die Erfahrung des Amtsverlustes, die er gemacht hat, ja, und dass sozusagen er auch an bestimmten Stellen sozusagen die Gründe dafür in bestimmten Kreisen sieht und dass er jetzt einen Weg geht, der an bestimmten Stellen an Titularnation zum Beispiel erinnert. Ja. Und das Ganze wird ja ganz klar ausgesprochen, dass sozusagen man Ungarn auf die Füße stellen will, dass man eine Umwälzung vornehmen will, eine Umformung der Gesellschaft, dass man nicht die Geschichte löscht, aber dass man sagt, diese neue Verfassung repräsentiert Ungarn seit 1000 Jahren. So, das ist ja der Anspruch, den die Präambel formuliert. Ich fand das, als ich erstmal gelesen habe, ein bisschen lustig. Also der Stefan hat sich schon damals erhofft, irgendwann kommt diese Verfassung, wo dann drinsteht, das mit der Homo-Ehe ist ziemlich böse. Also ich glaube, dass dahinter auch etwas steckt, was vielleicht auch in dem, was Sie sagt, mit dem runden Tisch ist. Ich glaube, dass man Orban besser verstehen kann, wenn man vor Augen hat, dass er zwar mit vielem in der Vergangenheit bricht, aber dass er einerseits ja eine Tradition sozusagen der Seite, die eher an Horthy positiv denkt, bedient und andererseits aber auch eine Tradition, die sich in dem Ungarn des Gulasch-Kommunismus sehr sicher gefühlt hat. Und dass es eigentlich eine ein ganz interessanter Eintopf ist, den man aus verschiedenen sozusagen Identifikationsmustern, die vorhanden sind, zusammenrührt. Und was mir letztlich Sorgen macht, ist, dass man das Wahlrecht ändert, die Verfassung ändert, auf die Gerichte anders Einfluss nimmt, auf die Medien anders Einfluss nimmt,
auf die Bildungspolitik anders Einfluss nimmt und dass das diese ganzen Elemente sind, die sozusagen eine solche Umwälzung letztlich sozusagen komplett machen können. Und da muss man auch wirklich große Sorgen formulieren. Und diese Kardinalgesetze sind auch ein Punkt, wo man wirklich große Sorgen formulieren muss. Ich glaube, dass für die Grünen der richtige Weg ist, zu versuchen, so die Kräfte in Ungarn zu unterstützen, die eine Chance haben, den politischen Machtkampf dort offener zu gestalten. Das ist sozusagen vielleicht der Unterschied zwischen uns beiden. Anliegen von Orban kann man sehr leicht verstehen. Das ist, ich kenne keinen Menschen, den man so leicht verstehen kann. Macht für Machtwillen, das ist der Orban. Er hat doch zweimal seine politische Überzeugung verändert, wesentlich verändert. Ja, zweimal hat er seine politische Überzeugung verändert, um eine absolute Macht zu gewinnen. Und er hat missversteht die Konzept der Macht. Er glaubt, dass desto mehr Entscheidung er in seiner Hand konzentriert, umso mehr Macht wird er haben. Aber am Ende wird er sich ausstellen, dass er überhaupt keine Macht hat. Denn die Macht in einem auch verhältnismäßig demokratischen Lande hängt von der Breite der Leute ab, die sie ihn unterstützen. Und weniger, es hängt nicht von den Stimmen ab, wie viele Leute unterstützen, aber wie sie Institutionen, verschiedene Institutionen mit verschiedenen Überzeugungen, verschiedenen Meinungen, verschiedenen Traditionen ihn unterstützen. Und es gibt nur eine einzige Unterstützung heute. Er hat überhaupt keine Macht mit dieser vielen Macht. Und es stellte sich aus in den letzten Monaten, in der Demonstrationen. Yes, man muss es nicht unterschätzen. Zum ersten Mal in 20 Jahren fängt an, die Jugend zu politisieren. Junge Leute sind auf der Straße. Vor drei Wochen 30.000 junge Leute waren auf der Straße, Universitätsstudenten. Bisher waren sie alle passiv gewesen. Sie haben überhaupt nicht politisiert. Sie waren nur in der Stellungen und Arbeit und Geld interessiert. Und jetzt plötzlich sind sie auf der Straße und gründen eine Partei mit dem Titel die Vierte Republik. Ich glaube, das ist wichtig. Die Vierte Republik, das ist die Dritte Republik. Die Dritte Republik wurde degeneriert. Sie sagen, wir brauchen eine neue, eine Vierte Republik. Und das, sie sind jetzt nur 30.000 auf der Straße. Ich glaube, dass sie doch etwas sehr Wichtiges ausdrücken. Das ist nicht eine blöde Hoffnung, aber ich glaube, das ist etwas, was über die Zukunft uns etwas sagt. Muss man nun bei der Zukunft sagen? Ich glaube, man versteht Ungarn so wenig. In Ungarn gab es überhaupt keine Parteien. In den 20 Jahren gab es keine Parteien. Es gibt keine Parteien. Wenn Sie glauben, dass in Ungarn Parteien gaben, dann müssen wir sagen, dass Ungarn ist der Friedhof der Parteien. Schauen Sie, was passierte vor 20 Jahren. Es war MDF, SDS war die Kisgazdapart, eine kleine Bauerpartei, Kleinbürgerpartei, Kleinbauerpartei. Und zwar, wo sind diese Parteien? Auch der Aufstand Fidesz, was war Fidesz gewesen? Eine liberale Partei der Jugend. Alle sind verschwunden. Wo sind sie? Keine einzige Partei existiert mehr. Es gibt keine, Parteien hatten keine Prinzipien gehabt. Parteien brauchen einige Prinzipien. Sie können auch elastisch sein. Sie können gewisse Gesellschaftsschichten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer verteidigen, natürlich nicht konkret, nicht immer auf derselben Weise, elastischer Weise. Doch, die Leute müssen wissen, auf wem sie ihre Stimme geben. Ja, sie haben Traditionen. In Ungarn gibt es nichts, überhaupt nicht. Menschen geben die Stimme für Parteien, wenn sie etwas von ihnen hopfen oder wenn sie jemanden hassen. Das ist die einzige Motivation. Nicht das Programm, nicht die Schicht, die sie verteidigen, nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft, nur die absolute Hoffnung und Hassen. Orban wurde gewählt mit, ich glaube, 53% der Stimmen.
der ihm dann 2/3 im Parlament wegen einer sehr schlechten Wahlgesetz gegeben haben. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Aber was war die Motivation? Sie haben, die waren von der Sozialistischen Partei enttäuscht. Sie hatten recht, wenn sie enttäuscht waren. Die Sozialistische Partei regierte vor 8 Jahren und sie haben überhaupt nichts getan. Sie haben 8 Jahre gehabt und sie haben überhaupt nichts getan. Sie waren enttäuscht. Was für eine Regierung ist diese Regierung? Sie haben mit ihrer Macht überhaupt nichts angefangen. Und sie haben eine Hoffnung gehabt. Jetzt kommt etwas ganz und gar anderes. Jetzt werden wir wirklich so leben, wie man in Österreich lebt. Die Ungarn stimmen immer für Parteien, die es versprechen, dass wir so leben werden wie in Österreich. Ja? Das ist doch der Grundlegende. Blühende Orban, Landschaften heißt es. Orban sagt, er will 1 Million Arbeitsplätze uns geben. Das war in der Wahlkampf gesagt. 1 Million Arbeitsplätze. Jetzt werden erstmal Leute in den Medien entlassen, habe ich in der Zeitung gelesen. Ich habe Blödsinn die Stimme gegeben. Ich finde es wunderbar, wie Sie das gerade beschrieben haben, was eine demokratische Vorstellung von Macht ist. Das hat mir jetzt natürlich sehr gut gefallen, wenngleich ich sagen muss, dass das preußische Verständnis von Macht zentralisiert in einer Hand oder bei wenigen durchaus sehr wirkungskräftig war. Und die Frage, wie man von der einen Konzeption von Macht die Macht wieder in die demokratische Machtdimension verlegt, das ist ja die alles entscheidende Frage. Ich würde jetzt noch mal kurz Ihnen das Wort geben, bevor ich ein neues Thema aufmache. Sie wollten nämlich schon länger sagen. Also wenn eine Mehrheit Institutionen so ändert, dass es einer Minderheit nicht mehr möglich ist, Mehrheit zu werden, dann ist es ein demokratisches Problem. Und ich meine, man sollte jetzt nicht eine funktionierende Parteienstruktur verlangen. Ich denke nicht, dass man das herleiten kann sozusagen aus den Vorgaben des Unionsvertrags. Aber dass es möglich sein muss, einer Minderheit, die möglicherweise jetzt nicht da ist, aber die vielleicht in 10 Jahren entstanden ist, dann zur Mehrheit zu werden, das denke ich, ist ein demokratisches Urprinzip. Und das wird, wie ich meine, in Ungarn gegenwärtig verletzt. Und deshalb ist es ein europäisches Problem und auch ein Problem der europäischen Institutionen. Und vielleicht darf ich noch sagen, dass es eben neben diesem Sanktionsmechanismus ja noch was anderes gibt. Es ist schon kurz angesprochen worden. Möglicherweise ist es eben ein Problem, dass wir zum Beispiel dort teilweise untragbare Zustände haben für die Roma, dass wir eben ein Minderheitenproblem haben, dass unser Demokratieproblem ein Minderheitenproblem ist, dass wir aus europäischen Gründen fragen müssen, ist die Minderheit in Ungarn hinreichend geschützt? Dann könnte, und das wäre so ein bisschen meine Vision, dass die Aufgabe sein, einer Wiener Institution, nämlich der Europäischen Grundrechteagentur, die häufig vergessen wird, die wir aber erst seit 2007 haben, die viel Geld haben und die so etwas einrichten könnten wie ein Beobachtungsnetzwerk unter Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen, unter Beteiligung des Europarates, also des Menschenrechtskommissars, unter Beteiligung der Kommission. Und dieses Beobachtungsnetzwerk könnte dann versuchen, Maßstäbe zu entwickeln, auch zu vergleichen. Ist das ein singuläres Problem in Ungarn oder ist das möglicherweise anderswo auch ein Problem? Man hört ja immer so, also es werden die Richter für 9 Jahre ernannt, das sei ja ganz furchtbar. Nun, also wenn ein Verfassungsrichter für 9 Jahre ernannt wird, das ist überhaupt nicht furchtbar. In den USA beim Supreme Court, da werden sie auf Lebenszeit ernannt. Also das ist offenbar nicht ein Problem. Und da müssten sozusagen, wir bräuchten eine unabhängige Institution und diese Grundrechteagentur soll eine unabhängige Institution sein. Da wird aufgegriffen, was in den Pariser Kriterien der UN-Generalversammlung von 1993 festgelegt worden ist, dass in den Staaten, Mitgliedstaaten der UN unabhängige Menschenrechtsorganisationen installiert werden sollen. Unabhängig deshalb, weil sie als Agentur, die Grundrechteagentur in Wien, nicht von den
Ministerialverwaltungen der Mitgliedstaaten, sondern durch unabhängige Persönlichkeiten besetzt werden soll. Und ich meine, dass unser Problem in Ungarn eine Aufgabe der Grundrechteagentur in Wien ist. Die Hoffnung, dass Macht, wenn sie sozusagen im preußischen Sinne angelegt ist, auch wieder zerfallen kann gewissermaßen. Oder Sie haben gesagt, ja, er hat eigentlich, Orbán ist gut zu verstehen, er will Macht haben, aber er hat eigentlich gar keine. Das Problem, weshalb diese Situation oft als populistisch wahrgenommen wird, ist, dass in dieser Konstellation viele Räume frei werden für populistische, ungute Initiativen. Repräsentativ in Ungarn ist Jobbik natürlich, die mit Bürgerwehren durchs Land ziehen und Roma vor sich her treiben. Sie haben das gerade kurz angesprochen, Herr Franzus. Also insbesondere, soweit ich es mitgekriegt habe, vor Ostern war die Situation ganz grauenhaft, also das ganze Frühjahr durch und immer wieder. Ich habe das auch mitgekriegt, weil Leute aus dem Europaparlament und unsere Kolleginnen aus Prag und so weiter mitgeholfen haben, große Demonstrationen zu organisieren. Die Situation war ziemlich grässlich. Das Rote Kreuz hat ernsthaft Leute evakuiert, Roma evakuiert aus ihren Dörfern. Und ich sehe da drin einen Zusammenhang zu diesem Ungarntum, was beschworen wird gewissermaßen. Und das ist auch ein Teil dessen, wie die Präambel und die Verfassung zusammenhängen. Also das Ungarntum wird beschworen und gefragt nach diesen pogromartigen Situationen gegen die Roma, hat die Orbán-Administration abgewunken und hat mitgeteilt, man solle das nicht irgendwie hochspielen und wer denn eigentlich das Stichwort von der Evakuierung ins Spiel gebracht hätte, das hätte die Situation erst eskalieren lassen. Also ich meine, evakuiert hat das Rote Kreuz und der Terminus kam vom Roten Kreuz. Das war keine politische Kampagne. Ich meine, nur diese Situation, in der wir uns dort befinden, setzt einen großen Raum für sozusagen volkstümlichen Ungeist frei, an den durchaus auch politisch appelliert wird, indem gesagt wird, das Ungarntum wird gestärkt gewissermaßen. Und ich frage mich schon, an welcher Stelle dann da die europäische Verantwortung einsetzen müsste. Sie sagen, das ist eine Option für die Europäische Grundrechteagentur. Aber was ist da die Situation in Europa, in den europäischen Institutionen, wenn eine Situation so eskaliert? Nur ist die Situation der Roma in Europa die der einzigen relevanten Minderheit sozusagen, kann man sagen. Und auch in Tschechien ist es, glaube ich, gar nicht lustig, in bestimmten Gegenden Roma zu sein. Aber was ist da die aktive Rolle der Institutionen der Europäischen Union? Also ich glaube, dass in diesem Themenfeld die Europäische Union, es klingt jetzt so hart, und das über Europa zu sagen, Europa hat versagt, ist auch immer sehr billig. Deswegen mache ich das eigentlich nie, sondern versuche normalerweise immer zu analysieren, wer die politischen Entscheidungsträger sind, aber ich würde das jetzt hier mal so sagen. In dem Themenfeld hat die Europäische Union versagt, weil letztlich die 15, 10 und erst recht die letzten 7 Jahre mit viel Geld in Infrastruktur, in Sozialfonds, in Strukturmaßnahmen nicht dort angekommen sind bei den Roma. Keine Regierung hat sich bisher um die soziale Integration gekümmert. Keine Regierung hat bisher ernsthaft Antidiskriminierung angegangen. Und dieses Lockern des Tabus, darüber zu reden durch Orbán, ist dann von Jobbik weggeblasen worden und hat natürlich die Situation noch größer verschlimmert. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch eben die Vorgängerregierung sich um die Roma nicht gekümmert hat. Und die einzige Partei, die sich getraut hat, ausdrücklich auch die Roma-Rechte in ihrem Wahlkampf und ihrem Wahlprogramm zu benennen, war die LMP. Und man muss auch dazu sagen, dass für sozusagen die Lebensverhältnisse der Roma sicherlich der Umbruch, der wirtschaftliche Umbruch nach 89, 90 besonders schwierig war. Europa muss erstens, und das ist mir dann fast, also das ist das Allerwichtigste, muss jetzt daraus lernen, weil wir haben ja eine Region an der Türschwelle zu Europa,
wo man insgesamt einen so großen Bevölkerungsanteil an Roma hat, dass wenn man dort in einem ähnlichen Maße eine soziale Exklusion, eine Diskriminierungssituation schafft, wo das uns so dermaßen um die Ohren fliegen kann, dass wir an die Eurokrise gar nicht mehr denken werden. Und zum anderen muss natürlich dort die Europäische Union auch die ungarische Politik in die Pflicht nehmen, zu agieren und solche Zustände, wie sie in diesem Dorf, was ich nicht aussprechen kann, geherrscht haben, müssen auch durch Polizei begegnet werden. Viele Roma hatten in der Vergangenheit bei diesen Morden, die dort passiert sind, das Gefühl, dass sie vom Staat nicht ausreichend geschützt werden und dass der Staat nicht ausreichend verfolgt. Und es ist schon angesprochen worden, ich habe mich in den letzten Tagen oftmals an das, was mir Vertreter von Roma-NGOs und Roma-Vertretungen in Ungarn erzählt haben, auch sozusagen dran gedacht in Bezug auf die Mordserie, die wir hier gerade sozusagen ans Licht kommen haben. Und das kann nicht sein. Der Staat muss das klarstellen. Dieser ethnische Ungarn-Zeugs da in der Verfassung, ja, also ich würde der Analyse nicht widersprechen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob nicht manche von den Sachen da reingeschrieben wurden, damit wir über die Krone und so diskutieren und über die erste Zeile der Hymne und der Verfassung und damit wir zum Beispiel dann nicht mehr über die Kardinalgesetze diskutieren oder über andere Regelungen oder über das neue Kommunalwahlrecht oder über die Veränderung der Verwaltungsstruktur, wo ja auch jeweils Gründe sind, da dran zu gehen. Also natürlich kann man in Ungarn die Verwaltungsstruktur ändern. Aber wie sie geändert wird, darüber kann man eben vielleicht, wenn man bisher machtlos wäre, sozusagen über Politik und Entscheidungen Macht verändern in der Realität. Und das ist die Sorge, die ich habe. Das ist eine ähnliche Sorge, wie Sie sie formuliert haben, sozusagen, dass man die Strukturen so verändert, dass Minderheiten oder dass der Wechsel zwischen Minderheit und Mehrheit, der in einer Demokratie normal ist, vielleicht sozusagen ausgeschaltet oder zumindest erschwert werden kann. Ich bin in meiner Analyse nicht so weit, dass ich sagen würde, dass das jetzt schon der Fall ist. Aber ich mache mir große Sorgen, dass es in die Richtung geht, weil diese vielen relevanten Felder angegangen werden. Auch, muss ich sagen, also in Zentralasien oder auch in Mazedonien, in solchen, wo man so Modelle von Titularnationen sieht, ist es eigentlich immer am relevantesten, wenn im Bildungsbereich was passiert. Also sobald man anfängt, Geschichtsbilder sozusagen einheitlich, ja, so, das ist in Ungarn jetzt auch noch nicht, aber ich sehe da vieles sozusagen in Gefahr. Und gleichzeitig würde ich Ihnen nicht widersprechen, man muss im Prinzip fest sein, aber ich bin halt Politiker. Und deswegen glaube ich sozusagen, richtig ändern wird man es nur durch andere Mehrheiten. Und ja, und sozusagen ich muss dann den politischen Part versuchen zu mit im Kampf, oder im Kampf ist auch Quatsch, aber im Streit mit zu bedenken. Und es ist, wie gesagt, auch ganz wichtig, das muss ich hier auch nochmal sagen, alles das, was ich über Ungarn sage und was ich auch in Ungarn mache, kommt immer daher, dass mir Ungarn wichtig ist. Und ich sozusagen, nicht sozusagen, weil ich von Deutschland aus mit dem Zeigefinger zeigen möchte, das ist wichtig dazu zu sagen. Ja, weil gerade Deutschland hat natürlich Ungarn auch unglaublich viel zu verdanken. Und das ist etwas, das, wenn Deutsche an Ungarn denken, denken sie zunächst an so viele positive Vorurteile. Und die Politik denkt zuallererst daran, was wir Ungarn zu verdanken haben als geeintes Deutschland. Und das muss auch einfach mal gesagt werden. Das darf man nicht vergessen. Ich freue mich, das zu hören. Zurück zur Roma-Frage. Ich glaube, wir haben über Jobbik heute nicht gesprochen. Dass wir sprechen über Fidesz und über die heutige Regierung. Es gibt auch eine Opposition von der Rechte. Es gibt eine wirkliche rechte, extrem rechte Partei in Ungarn, die jetzt Stimmen aus dem Fidesz-Stimmen gewinnt. Weil die Leute, die enttäuscht sind, jetzt einige von ihnen zu extrem Rechte gehen. Ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich bin in der Opposition der heutigen Regierung. Aber das ist keine rassistische Regierung. Das sind weder Antisemiten, noch sind sie rassisch gegen die Roma. Aber es gibt eine rassistische Partei in Ungarn und diese ist Jobbik. Und darüber war heute nicht die Rede.
Das Problem mit in dieser Hinsicht mich für das, dass weil sie die Stimme nicht verlieren wollen, manchmal schmeicheln sie, machen sie gestern die extremen Rechten schmeicheln, um nicht Leute verlieren, nicht Stimmen verlieren, machen sie Konzessionen zu extremen Rechten. Natürlich gibt es unter ihnen auch Leute, die wirklich Rassisten sind. Es gibt solche in allen Parteien. Das ist nicht die Spezialität von Fidesz. Aber das ist die Spezialität, dass sie oft diesen Extremrechten schmeicheln, um Stimmen nicht zu verlieren. Und das ist eine andere Gefahrszene in Ungarn, worüber man doch sprechen soll. Was die Roma in anderer Hinsicht betrifft, das ist wirklich was, zu 20 Jahren zurückgehen. In Ungarn war die Struktur der Industrie ganz abrupt in 2 Jahren verändert. Das ist doch ganz was anderes. In Westeuropa hat sich auch die Industriestruktur verändert, aber war ein längeres Prozess gewesen. Da passiert in Ungarn von einem Tag zum anderen. Von einem Tag zum anderen, eine große Prozentzahl des Landes konnte überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, sie hatten keine Fakultäten, um Arbeitnehmer zu werden. 80% oder 85% der Roma sind arbeitslos in Ungarn. Vor 20 Jahren hätte man das verändern können, hätte man Schulen und Institutionen etabliert, wo man new skills, among people who could develop new skills. Aber das haben sie versäumt. Das wollte sie ganze Sache so lösen, Geld ausgeben. Und da ist eine ganze Generation aufgewachsen, die nie ihren Vater oder Mutter arbeiten gesehen hat. Sie haben keine Ahnung, was heißt, wenn die Eltern zur Arbeit gehen. Das ist ein Problem. Und jetzt muss man doch dieses Problem, man kann nicht lösen, aber mindestens sollte man über dieses Problem sprechen. Denn das Lösen ist noch sehr, das kann man nicht in einer Generation lösen. Das würde illusorisch sein. In 2, 3 Generationen mindestens muss man darüber reden. Das Problem, und das ist nicht das heutige Problem. Das war schon das Problem der Kaderzeiten, dass die Traumas und die wichtigsten Probleme waren überhaupt nicht besprochen. Das waren nicht Themen gewesen. Wenn die Ungarn sind doch Nationalisten. Wir haben Trianon noch nicht vergessen. Aber in den ganzen Kaderzeiten sprachen alle über freundschaftliche Nachbarn. Unsere Nachbarn waren alle unsere Freunde. Und in den Herzen waren ärgerten die Leute, aber wir sprachen über. Über Holocaust haben wir auch nicht kein Wort gesprochen. Das existierte nicht. Natürlich, die Nazis haben die Kommunisten getötet, die Antifaschisten getötet. Darüber war die Rede. Das heißt, in diesen 20 Jahren muss man eine Vergangenheit bewältigen, bewältigen sollte. Aber das passierte doch nicht. Und wir atmen noch immer die unbewältigte Vergangenheit ein. Und um die ganze Orban-Phänomen zu verstehen, soll man verstehen, dass wir in unserer Vergangenheit nie offen und ehrlich gesprochen haben. Natürlich die Historiker. Hier kommt der Präambel. Ja, der nationale Glaubensbekenntnis. Nationale Glaubensbekenntnis ist interessant. Da gibt einige, wer schreibt die ungarische Geschichte? Sie schreiben ideologisch eine ungarische Geschichte. Alle Ungarn sollen in dieser Geschichte glauben. Ja? Das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn zum Beispiel jemand eine andere Interpretation der Geschichte gibt, dann wird er antikonstitutionell. Weil in der Konstitution steht doch die Geschichte. Und wenn wir eine andere Meinung über eine Geschichte haben, das ist gegen die Konstitution. Verletzen wir die Konstitution. Ja. Ist ganz kurz nur. Das darf man heute eben nicht mehr in die Verfassung reinschreiben. Ungarn ist Mitglied der Europäischen Union.
Man kann nicht alles reinschreiben, was man will in eine Verfassung. Das geht nicht mehr in Europa. Das ist das Problem. Ich würde gerne, Sie haben jetzt schon lange zugehört. Ja. Haben wir keine einschlägigen europäischen Rechtssetzungen. Ich würde gerne, bevor ich mal das Wort an das geduldig lauschende Publikum gebe, doch noch ein Thema aufmachen, was mir sehr wichtig erscheint. Das ist jetzt an verschiedenen Punkten angesprochen worden. Die Sache mit der Haushaltskrise. Ich würde doch gerne die Diskussion um die Euro- und Finanzkrise nochmal mit unserer demokratiepolitischen Diskussion verschränken, weil genau das Orbán auch tut. Und zwar sehr massiv. Übrigens unterstützt von den besagten Autoren in der Frankfurter Allgemeinen FAZ. Orbán hat jetzt eben im September erst darauf hingewiesen, dass Ungarn hochverschuldet ist. Auch das war vor ein paar Jahren schon, also vor dieser Wahl, ein richtig großes Problem. Ungarn stand kurz vor dem Staatskonkurs und die Wahl im letzten Jahr hat unter anderem darüber entschieden, wie man mit dieser Situation umgehen sollte. Auch das war etwas, was der Orbán-Regierung und dem rechten Lager stark Stimmen zugespült hat. Dass man gesagt hat, das haben die anderen nicht geschafft, jetzt müssen es die richten. Aber Orbán spricht jetzt im September in einem Interview von einem Kampf um die Souveränität Ungarns und er warnt vor dem Abrutschen auf den griechischen Weg. Und er argumentiert damit, dass, also das, was du gerade angesprochen hast, ja diese Schweizer Frankenguthaben und so, das ist so die eine Geschichte, dass man stabile Umtauschkurse für verschuldete Haushalte anbietet. Aber die Behauptung ist eben auch die, dass diese Einschränkung der Rechte des Verfassungsgerichtes ein starkes haushaltspolitisches Element haben. Es wird argumentiert, dass diese Verfassung eine Schuldenbremse integriert gewissermaßen in der Art, wie sie konstruiert ist. Also das Verfassungsgericht hat keine Möglichkeiten, das weißt du jetzt genauer, hat nicht die Möglichkeit, bei bestimmten Haushaltsgesetzgebungen zu intervenieren, solange die Staatsverschuldung Ungarns über 50% vom Bruttoinlandsprodukt liegt oder so ähnlich, in der Größenordnung. So geht das Argument auf jeden Fall. Und die Rechte des Parlaments sind auch mit diesem haushalterischen Argument eingeschränkt worden, nämlich dem Parlament ist ein Etatrat vor die Nase gesetzt worden, der besagt, dass bestimmte Haushaltsentwürfe, die das Parlament entwickelt, von diesem Etatrat, ich glaube aus 3 Personen bestehend, geprüft wird. Und es gibt noch die Klausel, dass das Parlament aufgelöst werden kann durch den Präsidenten, wenn es nicht bis zum 31. März, glaube ich, eines Jahres einen Haushaltsentwurf auch verabschiedet hat. Also kombiniert mit der Tatsache, dass der Etatrat den Haushaltsentwurf sanktionieren kann, ist das eine ziemlich heikle Klausel. Aber das Argument ist, in dieser Haushaltskrise organisiert sich Ungarn eine Schuldenbremse in diese Verfassungsinstitutionen hinein. Und Georg Paul Hefti, FAZ, schreibt im Mai des Jahres, die Salonfähigkeit Orbáns in der EU wird unter anderem abhängen vom Erfolg, wird mehr abhängen vom Erfolg dieser Schuldenbremse als von der Diskussion um die Präambel. Also ich glaube, dass die Nachrichten, die jetzt heute gekommen sind über die fehlgeschlagene Auktion von Anleihen, der Worst Case sind. Weil ich glaube, dass in diesem Bereich Fidesz sozusagen richtig gepokert hat. Fidesz hat die Kommissions- und IWF-Hilfen rausgeschmissen aus dem Land. Aus meiner Sicht mit so einer Wagenburg-Rhetorik. Ja? Schuld sind die draußen. Wir Ungarn befreien uns von dem Joch des IWF. Sie haben dann ihre Glaubwürdigkeit im Haushalt kurzfristig wiedererlangt über recht ungewöhnliche Maßnahmen, zum Beispiel eine rückwirkende Zwangssteuer für ausländische Investoren. Wir gehen nicht an den kleinen Ungarn. Wir holen uns das Geld von den dicken Bonzen von draußen. Sie haben damit 2 Jahre sozusagen sich rumgebracht. Sie haben dann 1 Milliarde sich finanziert Anfang des Jahres über China. Aber ich glaube, Fidesz hat fest damit gerechnet, dass sie mit diesem Kurs bis zu einem gewissen Maß durchkommen und damit einem Sparpaket, was sie jetzt vorgelegt hatten in den letzten Monaten, eine Glaubwürdigkeit erlangen, um jetzt wieder an die Märkte zu kommen. Und Fidesz hat letztlich einfach die Rechnung ohne die Euro-Krise gemacht. Ungarn ist 60% Export nach Deutschland.
Ungarn hat in den letzten anderthalb Jahren natürlich unglaublich von diesem phänomenalen Wachstum in Deutschland profitiert und Fidesz hat nicht ausreichend analysiert, dass das nicht nur daher kommt, dass wir Deutschen einfach so super sind, sondern dass auch besondere Kriseneffekte sind. China macht ein riesenschweres, billionenschweres Investitionsprogramm, vor allem im Bereich erneuerbare Energien. Davon profitiert natürlich auch Deutschland. Deutschland hat Zinssätze wie noch nie, weil sozusagen im Moment alle noch glauben, bei uns ist alles sicher. Davon profitiert natürlich Deutschland im Moment. Aber wir sehen ja auch, dass unsere Wirtschaftsaussichten düsterer werden vor dem Hintergrund der Unsicherheit in der Eurozone. Und Ungarn und jeder weiß sozusagen, wenn in Deutschland die Wachstumserwartung nicht mehr 3,9%, sondern 0,9% ist, dass das sich sofort nach Ungarn durchschlägt. Und die Strukturprobleme in der ungarischen Wirtschaft, vor allem der zu geringe Anteil von Beschäftigten im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, sehr, sehr schwache Zahl, ich glaube 54%, ist nicht angegangen worden. Und ausländisches Investment ist durch diese Wagenburg-Strategie ja sogar noch verschreckt worden. Und ich glaube, dass das richtig Worst Case ist, dass sie diese Anleihe nicht platzieren konnten, ist richtig Worst Case, weil die können ja nicht zurück. Also, und das einzige Land in Europa, was nicht mehr unter den Rettungsschirm wirklich, also manche passen nicht drunter, aber nicht mehr drunter können, ist Ungarn. Also wenn der Orban ankommt und sagt, ich will jetzt doch euer Geld haben, nachdem ich vorher sozusagen vorzeitig rausgegangen bin mit einer dicken Rhetorik, Europa und IWF ist alles böse, ich weiß nicht, wer ihm nochmal Geld geben sollte. Die spannende Frage ist jetzt aber, ob eine politische Opposition eine Glaubwürdigkeit vermitteln kann, mit der sie aus dieser aufkommenden Krise von Fidesz Profit schlagen kann. So, und da hoffe ich natürlich auf die LMP, weil dass die Sozialisten jetzt schon diese Glaubwürdigkeit transportieren könnten, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass das für Orban der erste richtig große, nicht kalkulierte sozusagen Rückschritt oder Rückschlag war. Er hat, glaube ich, wie gesagt, mit dieser Kritik von draußen nicht in dem Maße gerechnet, aber das ist nicht so schlimm für seine Machtposition oder für das, was ich jetzt mal Machtposition in Anführungszeichen nenne im Land. Aber das Ding kann richtig, richtig gefährlich werden für ihn. Ja, er spricht gegen die Banken und die Kommunisten, ja. Plutokraten, Bolschewisten, sie sind die große Feinde. Aber im Verhältnis zu diesem Problem ist seine Rhetorik gegen die alte Regierung gerichtet. Er will doch die alte Regierung kriminalisieren. Er will doch die alte Regierung erstens Dürrschein, den er hasst, fürs Gericht stellen, wegen dass er verantwortlich für die nationalen Schulden ist und alle Sozialisten sind verantwortlich für die nationalen Schulden. Deswegen sollen sie vor Gericht gestellt. Das soll als etwas, wie sagt man, als kriminalisiert werden. Er will doch die ganze alte Regierung kriminalisieren. Nicht nur in dieser Hinsicht, aber in Sicht der Bewegung von 2000, die Polizei, Aktionen 2006 und auch für die Schukuro-Sache will er doch die alte Regierung besonders Gürtschein kriminalisieren. Jetzt aber, was sie über die Parteien gesagt hat, ich weiß, dass sie eine große Liebe für LMP haben. Das habe ich auch bei Ihnen gesagt. Diese Partei ist sehr sympathische Partei. Die Partei müssen Sie kurz erklären. Das ist eine andere Politik ist möglich. Die Partei heißt LMP, Lehet Marsch a Politiker. Eine andere Politik ist möglich, ungefähr übersetzt. Das ist ein Bündnis von Initiativen jüngerer Leute, gehört jetzt zur europäischen Parteienfamilie, die ungarischen Grünen. 36%, bitte. Bitte? 36%. Was? Ob sie 36% haben. Prozent? 0,2. Ja. Was sagt sie? Wie viele Prozent die LMP hatte? 5. 7,2 oder? Wesentlich, jetzt stehen sie ungefähr zwischen so um 5. Das heißt, sie werden wieder ins Parlament hineingewählt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass diese Partei existiert im Parlament. Sie sind oppositionell, sie sind klug und sie machen gute Entscheidungen und haben gute Ideen. Aber es ist dort
überhaupt keine Persönlichkeit. In der Politik braucht man Persönlichkeiten. Braucht man Leute, die andere Leute überzeugen können, die nicht mit ihnen identisch sein. Und das ist eine Budapest-Partei, eine Hauptstadtpartei. Im Land existieren sie nicht. So eine Partei, die im Land nicht existiert, kann nicht für eine bedeutende Partei aufwachsen. Ich glaube, dass die eine der Parteien sind in Ungarn in der Zukunft eine Rolle spielen werden. Ich glaube aber, es gibt drei andere Möglichkeiten. Der eine ist die Gyurcsány-Partei, jetzt begründet wurde die Demokratische Partei. Die zweiten sind die Konservativ-Liberalen, die ganz schnell, ich glaube schon im Sommer, eine Partei gründen werden. Und die dritte ist die Partei der Jugend, die ich schon erwähnt habe, die Vierte Republik. Ich glaube, dass alle zusammen sind die Stärke. Keine einzige von ihnen ist die Stärke, nur zusammen. Ja, ich möchte das nochmal aufgreifen. Man stelle sich einfach mal vor, was das bedeutet. Es wird ein Gesetz verabschiedet, das rückwirkend ein bestimmtes Handeln des Ministerpräsidenten, des Staatspräsidenten unter Strafe stellt. Diesen Auftrag gibt es nun an das, ich glaube, an eine Kommission des Parlaments in Ungarn, das zu prüfen, welche Gesetze geändert werden müssten, mit besagter Zweidrittelmehrheit, um die alten Eliten strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Nulla pöna sine lege. Also ehernde Grundsätze des Rechtsstaats werden verletzt. Das ist, wenn das Gesetz wird, ein Fall für die Europäische Union. Und ich möchte nochmal betonen, dann, spätestens dann, ist die Schwelle überschritten, wo wir an Sanktionen nach Artikel 7 EU-Vertrag nachdenken. Das kann doch nicht sein. Also wir können das doch nicht hinnehmen, dass neben vielen skurrilen Geschichten, wie etwa den Verfassungsaltären in Rathäusern, also in jedem Rathaus in Ungarn gibt es jetzt einen Altar, einen Verfassungsaltar. Da wird die ungarische Verfassung aufgeschlagen. Es gibt eine Anweisung, dass Seite 28 der Verfassung aufgeschlagen ist, in jedem Rathaus in Ungarn. Neben dieser Anweisung gibt es die Anweisung, dass ein Stuhl dort zu stehen hat. Ein Tisch mit der Verfassung, der Fahne und einem Stuhl. Es wird nicht gesagt, wie der Stuhl aussehen soll. Das kann ein Schemel sein, das kann ein Biedermeiersessel sein, das kann alles Mögliche sein, das kann alles im Internet schöne Bilder, wie diese Altäre aussehen. Also das sind skurrile Geschichten und es gibt eben nicht skurrile Geschichten und ich meine, das ist keine skurrile Geschichte, wenn eben neben demokratischen Standards auch rechtsstaatliche Standards. Aber das ist nur komisch. Ja, gut. Und jetzt wollte ich nochmal sagen, wenn die Strategie die sein sollte, also wir müssen uns auch überlegen, über was wir eigentlich reden. Also wenn es darum geht, sozusagen, wie Ungarn mit den Nachbarn ins Reine kommt oder mit Deutschland ins Reine kommt und wenn es sozusagen eine Strategie geben sollte, über eine faktische Schuldenbremse gleichsam die Zustimmung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu erhalten, dann ist damit noch lange nichts gesagt darüber, was an Menschenrechtsproblemen für die Union anstehen. Und ich meine, man kann jetzt nicht über dieses alte ökonomische Prinzip, also wenn wir daran denken, was da alles in der Diskussion ist, ja, Sparkommissar, da werden also jetzt nun auch Leute nach Griechenland geschickt und anderswo. Warum gibt's das nur für diese Fälle und warum gibt's das nicht für Menschenrechtsfragen, deren Einhaltung gleichsam genauso fundamental ist für die Union? Ich meine, da entsteht eine Diskrepanz. Die Union ist nicht mehr dort, wo sie vor Maastricht stand. Es ist kein Zweckprogramm mehr, kein Zweckverband funktionaler Integration. Wir haben diese demokratischen Werte, die sind gut. Wie man damit umgeht, ist eine andere Frage. Wir haben diese Menschenrechtspolitik, wir haben Institutionen, das sind nicht nur das Europäische Parlament und der Rat, es ist eben auch die Grundrechteagentur. Alles das zeigt an, dass die Europäische Union eben mehr sein will als nur ein Wirtschaftsverband.
Da kann man immer fragen, ob es eine Wertegemeinschaft sein soll. Ich wäre da skeptisch, habe ich schon mal gesagt, ja. Aber so tun, als ob man sozusagen über eine ökonomische Annäherung, ja, also alle wollen diese Schuldenbremse in der Verfassung, wir machen das und dann haben wir sozusagen unser Problem mit Europa gelöst. Das halte ich für eine Strategie, der man nicht zustimmen sollte. Aber glauben Sie nicht, dass das mit der Sache zusammenhängt, was ich über Bonapartismus gesagt habe? Europa hat eine sehr widersprüchliche Vergangenheit. Und die Europäische Union ist doch die Union der Nationalstaaten. Sie haben recht, es ist auf demokratischen Prinzipien gegründet. Aber auch wenn es auf demokratischen Prinzipien gegründet hat, man sollte über die Vergangenheit sprechen. Wenn ich mit der zusammen bin, ich war oft zusammen mit europäischen Funktionären, wenn sie zu einer Audienz sprechen, sprechen sie über die großen europäischen traditionellen Werte. Dann fange ich an zu lachen. Europa hat doch Totalitarismus erfunden. Zwei Weltkriege hat doch Europa gemacht, nicht Asien, nicht Afrika. Nein. Warum nicht? Was war die Erbsünde des 20. Jahrhunderts? Der Erste Weltkrieg war die Erbsünde des 20. Jahrhunderts. Was ist ein europäisches Krieg gewesen? Nein? Europa gibt es seit 1957. Europa ist auf den Trümmern eines Kontinents errichtet worden. Europa hat natürlich eine Geschichte, die weit zurückgeht. Selbstverständlich. Und trotzdem muss man sich die Zäsur doch vor Augen führen. Also ich will jetzt gar nicht an Adenauer und an all die Gründungsväter erinnern, aber 1957 war eine Zäsur. Walter Hallstein, der erste Kommissionspräsident, sprach... Auch wenn es eine Zäsur gibt. Von der... Ja, genau. Ja. Ich meine, das, was wir haben, das haben wir sozusagen durch diese Verträge bekommen. Das sind die Verträge für die Europäische Union. Und die Mitgliedstaaten, und darunter zählt auch Ungarn, sind Mitgliedstaaten nicht nur der UN, sondern eben und nicht nur des Europarates, sondern auch der Europäischen Union. Und worum es mir geht, ist eigentlich nur klarzumachen, dass das ein neuer Weg ist. Das ist nicht mehr reines Völkerrecht und das ist auch nicht sozusagen eine Kopie von Verfassungsrecht, von Staatsrecht. Es ist ein neuer Weg, damals gewesen, 1957 und bis heute eigentlich neu. Und es geht um die Erneuerung dieses Weges und wir werden diese Erneuerung des Weges nicht hinbekommen, wenn wir im Grunde sozusagen jetzt wieder ein Stück weit zurückgehen und wieder an ökonomische Integrationslogiken denken, sondern wir müssen jetzt einfach auch akzeptieren, dass die Europäische Union seit Maastricht, seit dem Vertrag von Maastricht, mehr und mehr in andere Bereiche vorgestoßen ist. Wir haben mit den Unions, mit der Konstruktion des Unionsbürgers, der Unionsbürgerschaft auch Rechte der Einzelnen, die nicht einfach sozusagen über eine staatsfixierte, souveränitätsfixierte, völkerrechtlich inspirierte Betrachtung der Union verdeckt werden können. Weshalb auch ein Austritt problematisch ist oder eine Sanktion problematisch ist, weil es eben halt auch die Rechte der Einzelnen betrifft. Agnes Heller war noch gar nicht ganz fertig mit Ihren Ausführungen. Ich möchte Ihnen sagen, natürlich, ich bin einverstanden mit der Maastricht-Einrichtung der Europäischen Union, aber wir sprechen über Europäische Union. Das sind zwei Wörter. Also Europa, das ist die Union von Europa, europäischen Ländern. Europa hat doch eine Geschichte, ist nicht mit der Union geboren. Und wenn wir über die Europäische Union sprechen, sprechen wir auch über die europäische Identität, nicht nur über die Identität der Union. Und da muss man doch aufrichtig über die Vergangenheit von Europas, nicht der Europäischen Union sprechen. Es gibt eine Zäsur, ja schön, aber was passiert vor der Zäsur? Wenn man nicht darüber spricht, was vor der Zäsur existierte, dann wird die
gegenwartproblematisch sein. Das sehe ich in Ungarn. Wenn es ist eine Zäsur, natürlich Systemwende. Es war eine Systemwende. Aber wenn wir nicht über die problematische ungarische Geschichte sprechen, wenn auch was wir gelitten haben und was wir getan haben, beide sagen, nicht nur was wir gelitten haben, auch was wir gegen anderen getan haben. Wenn wir darüber nicht sprechen, dann lügen wir uns selbst. Und dann werden wir eine artifizielle Geschichte zusammenbringen, wie in dieser sogenannten nationalen Glaubensbekenntnis. Ja, ich möchte, wenn man über Europa, die Europäische Union zusammenkommt, brauchen wir nicht nur über unsere Größe zu sprechen. Das Europa ist groß, Europa ist demokratisch, Europa ist frei und so weiter. Das ist eine Identität, die in dieser Hinsicht eine falsche Identität ist. Es kann eine wahre Identität sein, nur wenn Europa auch über ihre Vergangenheit spricht. Jetzt, ich muss wiederholen, der Erste Weltkrieg war der Sündenfall gewesen. Alles, was da passierte, Bolschewismus, Nazismus, Holocaust, Trianon, Versailles, nie zustande gekommen ohne diese Erbsünde. Und diese Erbsünde war eine europäische Erbsünde. Der Erste Weltkrieg war ein europäisches Krieg gewesen. Wir müssen das wieder einmal uns selbst erzählen. Denn sonst das schon deswegen sagte ich, Demokratie muss man jeden Tag wieder begründen. Aber die Begründung der Demokratie ist auch über die Vergangenheit sprechen. Warum sprechen die Amerikaner über die Sklaverei? Über was sie gegen die Schwarzen getan haben? Das ist wichtig. Jetzt ist, dass man immer darüber spricht. Weil das sollte man doch nicht vergessen. Das ist meine Meinung. Natürlich, ich widerspreche Ihrem Enthusiasmus für die Europäische Union nicht. Und das hängt auch davon ab, dass die hier einen Wert sehen, mit diesem Wert, die bewerten soll und die man diese Werte unterstützen und verteidigen soll. Darin bin ich ganz einverstanden. Aber das nicht nur Lobreden, bitte. Das glaube ich. Gut. Also zunächst fände ich es eigentlich den besten Weg einer Sanktionierung von schlechtem ungarischen Recht, wenn, das ist noch ein sehr komplizierter Weg, auch noch nicht so leicht möglich, aber sozusagen in einer theoretischen Welt, wenn über Individualklageverfahren vor dem EuGH oder dem EGMR Ungarn gezwungen werden würde, Gesetze, die nachvollziehbar nicht nur uns nicht passen, weil wir so ein bisschen andere politische Meinung sind, sondern sozusagen wirklich ans Eingemachte gehen, gekippt werden würden. Da sind wir noch nicht so weit, aber eigentlich wäre es aus meiner Sicht das, also in einer theoretischen Welt wäre es das ideale Signal, wenn der EuGH das machen würde. Da würden natürlich jetzt einige deutsche Verfassungsrechtler in Karlsruhe gleich stöhnen, weil die wollen ja auch nicht, dass man in irgendeiner Form sozusagen Eingriffsmöglichkeiten von europäischer Ebene auf unsere Entscheidungen hat. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, wenn tatsächlich so eine strafrechtliche Verfolgung von Regierungsentscheidungen eingeführt werden würde, die sich auf politische Entscheidung bezieht und nicht auf offenkundig kriminelles Verhalten, stimme ich der Einschätzung wirklich zu. In Bezug auf die Frage dieses Freizeitspas oder dieses Freizeitparks, für den Djurdjan auch angeklagt ist wegen Korruption, stimme ich dem nicht zu. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch bei sozusagen Korruptionsfällen auch rechtlich dagegen vorgeht. Wir haben da ja auch unsere Panzerverkäufe in alle Welt, die dann einschlägig sind. Aus meiner Sicht ist es aber durchaus wichtig, dass man in Ungarn tatsächlich diese historische Debatte, die Sie angesprochen haben, nicht vergisst. Weil ich glaube, dass die derzeitige politische Lage in Ungarn auch immer noch mit einer Nichtklärung des Verhältnisses zu Trianon zusammenhängt. Und ich glaube, dass eine politische Linke in Polen und in Ungarn und in manchen anderen Staaten nur dann tatsächlich sozusagen erfolgreich die Machtfrage gewinnen kann, wenn sie auch auf dem Feld der Geschichtspolitik etwas entgegenzusetzen hat. Und das muss im ersten Hinsicht Dekonstruktion sein.
Jetzt könnte man, wenn man schon bei so einem geschichtsmäßigen Abschluss ist, Sie haben ja Napoleon III. Gesagt, Napoleon III. Ist ja sozusagen in der deutschen Geschichte auch eine relativ wichtige Person, weil ja letztlich seine Gefangennahme der Beginn des Deutschen Reichs war. Und man könnte zumindest die These auch vollziehen, dass damit der erste Schritt zur Erbsünde gegangen worden ist. Kann ich jetzt nicht ein richtiges politisches Argument umdeuten, aber ich glaube, Ungarn muss tatsächlich über die Geschichtsdebatte in Ungarn ist wichtig. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade postkommunistische Kräfte sich nicht trauen, über Geschichte zu reden, weil sie dann auch über ihre eigenen Schweinereien reden müssten. Und dass darum das Feld der Geschichtspolitik in vielen Transformationsstaaten allein der Rechten übergelassen wird und dass das ein großes Problem ist. Und ich kenne die Größe der LMP, die wird jetzt nicht morgen den Ministerpräsidenten stellen. Ich glaube auch nicht, dass sie das schon könnten. Aber grüne Kräfte, die einerseits aus der Tradition von der Dissidentenbewegung kommen und andererseits aber nicht rechts sind, sondern links oder linksliberal oder liberal und ökologisch, können da aus meiner Sicht eine wichtige Funktion erfüllen. Vielen Dank. Den Teil der öffentlichen Diskussion verlegen wir jetzt gleich nach draußen. Und wir werden dieses Thema, die Frage danach, ob es sowas wie eine proaktive Demokratiepolitik in Zeiten der Haushaltskrisen geben kann, bestimmt noch öfter auf der Tagesordnung haben, denn da sind wir noch lange nicht von weg. Ich darf nur daran erinnern, dass die Ankündigung Griechenlands, ein Referendum durchführen zu wollen, wie ein Schock durch die europäischen Regierungen ging. Oh, hier droht Demokratie sozusagen von unten in Zeiten des gouvernementalen Handelns. Also das fand ich doch sehr interessant, dass da so eine gewisse Panik zu spüren war. Die wollten doch nicht etwa wählen irgendwie. Also diese Frage, ob es eine antipopulistische Demokratiepolitik unter dem Druck der Eurokrise geben kann, und das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und ich möchte jetzt doch mit einem positiven Ausblick enden, indem ich noch Stückchen vorlese von meinem Kollegen Wolfgang Templin in Warschau, der über die Situation in Ungarn geschrieben hat. Die Zustimmungsraten für Viktor Orban und die Fidesz sind im Sinken begriffen, aber noch scheint ein großer Teil der Ungarn unter dem Schock der Vorgängerregierung zu stehen und an die positive Wirkung einer ordnenden, starken Hand zu glauben. Bis aus den wachsenden zivilen Protesten, den neuen politischen Kräften und der sich regenerierenden Opposition eine Alternative zum Machtkartell der Fidesz und ihres Führers erwächst, wird es Zeit brauchen. Die Slowakei und Polen haben jedoch gezeigt, dass in den mittelosteuropäischen Ländern nationalistisch-populistische Experimente zur Episode verurteilt sind. In diesem positiven Sinne danke ich sehr herzlich für diese ausführliche Diskussion. Bei Ihnen allen, bei Ihnen für Ihre Geduld. Und wenn Sie jetzt aus der Tür gehen und sich dann nach rechts halten, dann finden Sie dort noch einen Imbiss und Platz für ein Gespräch. Vielen Dank.